eigentlich Charlie damit auch heilen? Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Charlie, laufen, laufen, nicht stehen bleiben. Okay, minimal bringt's ihm was, aber ich vermute mal, er hat einfach wesentlich mehr Leben. Gut, irgendwo auch ein bisschen verständlich. Ja, komm Charlie, jetzt zeig doch mal, was du kannst. Kannst du so gut kämpfen? So, da hinten kümmert sich schon der Officer um den Zombie. Durch den Zaun hindurch ist natürlich auf jeden Fall eine sichere Stelle. So, perfekt, würde ich sagen. Also, ja, Charlie, ich weiß. Was heißt hier wundervollsten Schöpfungen? Das sind Zombies. Aber so einen Schwachsinn hat er schon mal ausgelassen in der Beta. Naja, wenn er meint, bitteschön. Hatte ich keinen Fertigkeitspunkt loswerden? Ja, Moment, Episode 5 ohne Beschuss. Dieser Ort ist ein Labyrinth und es wimmelt vor Zombies. Yay! Party! Garantiert! Achso, das ist ja schon der Schrottplatz selbst. Hat er das? Naja, ich glaube, der Kerl ist so ein bisschen psychisch mit am Arsch. Jetzt allerdings auch körperlich. Klingt lustig, ist aber so. Wir werden wieder mit diesen hässlichen Snipern konfrontiert. Darum mache ich mich mal eben hier ein bisschen dünner und bleib schon gar nicht erst stehen. Hier, komm, 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 komm. Bäm, laufen, 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 stehen bleiben, nicht stehen bleiben, hier ist es gut. Ich muss gucken, dass ich in Bewegung bleibe und ich muss auch immer auf das Nachladen hören. An gewissen Stellen bin ich halt auch eben außer Line of Sight. AB, das ist natürlich für mich nicht wirklich gut zu sehen. Oh, meine Waffe ist... Gut, dann nehmen wir eben mal einen Baseballschläger. Natürlich ohne Talente. Aber ich muss mich erst verteidigen, bevor ich... So, jetzt bin ich hier. Hier müsste ich, glaube ich... Hier. Oder? Naja, zumindest mal trifft er nicht. Was den Hintergrund es auch immer haben mag. So. Halt, bleib hier. Bitte, bitte, bitte. Fertigkeiten. Budenrammen. Oh, ich habe zwei Fertigkeitspunkte, die ich vergeben kann. Scheiß die Wandern. Dazu bräuchte ich aber erstmal eine sichere Stelle, wie beispielsweise die hier. Fertigkeiten. Erhöht deine Chance, Angriffen auszuweichen für 10 Sekunden um 15%. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Jeder Schuss verursacht 5% mehr Schaden. Gegner fangen Feuer und erleiden für 5 weitere Sekunden Schaden. Funktioniert mit Handfeuerwaffen, Shotguns, Gewehren und Armbrüsten. Das nehme ich auf jeden Fall. Und dann hätten wir hier noch Schaden durch Handfeuerwaffen wird um 45% erhöht. Natürlich. So, da wir eh nur die zwei haben... So, Waffe muss auf jeden Fall hart mitgeskillt werden. Und wir sind, denke ich mal, ready to go. So, kommt her. Ihr wollt spielen? Ihr dürft spielen. Au. Aua. Immer diese vernichtenden Schläge auf meinen Körper. Egal ob Exorzist oder Marshall, sie haben es auf mich abgesehen. Ich kann es ihnen ja ehrlich gesagt, ich weiß, dass ich heiß bin. Ne? Also, ich kann es ihnen ja nicht mal verübeln. Oh, 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 oh. So, streck ihn nieder. Gefährlich, gefährlich. So, der Maschinist hat sich wieder aufgefrischt. Schade. Bringt ihm allerdings nicht viel. 144 heilen. Sehr schön, perfekt. So, nächster Zombie. Oh, ein Hinterwäldler. Grillfleisch, lecker. Das ist immer so... So, Hotdog. Achtung, es wird nachgeladen. So, jetzt. Lauf, hau zu, komm. Move, 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 nicht stehen bleiben. Bam. Au, 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 au. Okay, ich habe jetzt gerade... Ja...
Ja, ich weiß, dass du verwundet bist. Macht aber nichts. Nicht so tragisch. Du kannst gleich wieder regenerieren. So, jetzt. Puh, Alter. Ich bin mal echt gespannt. Beziehungsweise... Ja, ich weiß aber nicht. Ich will nicht die ganze Zeit mit den Pistolen schießen. Denn so viele Zombies, wie es hier gibt... Oh, meine Waffe ist, glaube ich, damaged. So, Moment eben. Die Armbrust. Nee, die will ich nicht. Ja gut, dann nehmen wir einfach jetzt mal die Zweihand-Axt. Und wir haben hier Peng. Nee, Peng bringt mir nichts. Achso. Für die Zweihand-Axt gibt's, okay, da habe ich keinen Skill. Das ist schade. Müsste ich auf jeden Fall korrigieren. Und zwar so schnell wie möglich. Auch scharfe Waffen. Auch für scharfe Waffen brauche ich einen entsprechenden eine entsprechende Verstärkung. So, jetzt. Hammer, verdammte Axt. So, das ist der erste Raum. Ich glaube beim letzten Mal. Dachte ich, das wäre irgendwie ein Durchgang. Und dann erst irgendwann sehr viel später hier rein. Obwohl es eigentlich die erste Tür ist, war es dann für mich zum Schluss die letzte. Naja, so viel zum Thema. Da vorne ist wieder ein Händler, das ist schon mal perfekt. Oh, komm, wir holen dich zum Spielen. Sehr schön. Ich muss mal schauen, irgendwas... Ah, das ist da hinten. Ah, das ist das mit dem Bus. Dann muss ich das Büßlein springen. Aber, sobald die Zombies hier weg sind, werde ich erstmal meinen Fertigkeitspunkt vergeben. Komm her, komm her, komm. Süß, die Zombies irgendwie. Die ganze Zeit wollen sie spielen. Nur die Köter, die nerven. So, komm her. Leg dich hin, Dreck, du scheiß hässlicher Maschinist. Du hast deine Pflicht getan. Es ist Zeit für dich zu ruhen. So. Inventar. Was haben wir denn hier? Wir haben nichts Besseres, ne? Nein. Nur identische Schuhe. Hier haben wir Pistolen, beziehungsweise die Munition und das Smaragd. Hm, da wird man noch schön Geld bringen. So, Fertigkeiten. Nach einem Gegnertreffer sucht der Schuss sich automatisch einen weiteren Gegner und verursacht 10% mehr Schaden. Funktioniert mit Handfeuerwaffen, Shotguns. Oh, der ist aber nett. Ein mächtiger Schwung verursacht 50% mehr Schaden als ein normaler Angriff und trifft auch Feinde im Radius. Ja. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gut. Bin mir so nicht sicher, ob ich jetzt erstmal Doppelschlag vielleicht nehme. Ich glaube, ich nehme erstmal Doppelschlag. Doppel. Ach, das ist nur einhändig. Das ist jetzt... Und natürlich kann ich es nicht rausnehmen. Ja. So zum Thema. So. Ich habe fertig. Na gut, dann bleibt es halt eben bei dem einen Skill. Soll mir eigentlich relativ wurscht sein. Sniper Munition. Naja, ich weiß gerade gar nicht mehr, kann der Typ hier Sniper-Waffen tragen? Da bin ich mal gespannt. So, Manciare. Ich brauche was zu essen, beziehungsweise ich muss Waffen reparieren. Die reparierbar sind. Dann werden erstmal Waffen verkauft, die ich nicht. Altes Gewehr. Aber warum? Moment, das kann ich nicht tragen, aber normales Gewehr schon? Shotgun. Gewehr. Ach, das ist ein normales Gewehr. Ja, ist vielleicht nicht ganz logisch. Aber wenn die Entwickler das so wollen, dass ich ein normales Gewehr, dafür allerdings kein... eine Shotgun, aber dafür kein normales Gewehr tragen kann. Na gut, bitteschön. Okay. Bis jetzt ist ehrlich gesagt noch keine Brust getroppt. Ich mache natürlich jede Wette, wenn ich jetzt eine Brust kaufe,